Okay, immer wieder die gleiche Frage, aber geht so ein bisschen in die andere Richtung. Also, anscheinend kam das gut an mit den DJs. Die Frage, was muss man machen? Ja. Also, was muss man machen, um erfolgreich zu sein als DJ, beziehungsweise Gigs zu bekommen und so weiter? Ich habe da so einen Plan von 5 Schritten, den ich jedem empfehle. Als allererstes frag dich erstmal, bist du überhaupt in der Lage für eine Live-Show? Ne? Ich habe das leider, muss man sagen, mittlerweile mitbekommen, dass es immer mehr DJs gibt, die sagen, ja, ich bin Live-DJ und dann kommen die in den Club und sagen, ja, ich mache aber nur 1 Stunde oder anderthalb. Weil die haben ihre vorgefertigten Sets und das war's. Mehr können die nicht. Das sind keine DJs in dem Sinne, die die ganze Nacht den Club zum Brennen bringen können. Ich weiß nicht, ob die es können, weil ich es noch nicht erlebt habe, dass einer das gemacht hat und gesagt hat, ey, weißt du was, ich mache die ganze Nacht, komm ich sie durch. Außer die Jungs, die ich kenne halt von vorher, aber die haben das nicht anders gelernt. So, alte Schule, wir sind was älter. So, bist du live? Bist du live ein guter DJ? Hast du eine gute Show? Kannst du die Leute überzeugen, ohne dass sie die ganze Zeit so sich schief angucken, weil du komische Übergänge machst oder was auch immer, ne? Punkt Nummer 2, bist du online gut aufgestellt? Hast du jetzt nicht nur 2, 3 Videos auf TikTok oder Instagram und machst dann eine Welle, obwohl es noch nichts von dir gibt, so online. Du musst ja irgendwie was repräsentieren, du musst ja irgendwie was zeigen, was du kannst, sodass die Leute das sehen online und sehen, ey, guck mal, der hat Hunger, der gibt Gas. So, den buchen wir mal bei uns im Club oder auf ein Event, Veranstaltung, Festival, was auch immer. Gibt es Mixtapes von deiner Show? Das ist ganz wichtig. Gibt es ein Mixtape von dir? So, ich persönlich veranstalte ja zum Beispiel auch manchmal Gigs, also Partys und so weiter und vergebe dann Gigs. Und wenn ich neue DJs haben will, so dann höre ich mir sehr, sehr oft Mixtapes an von denen, weil klar gibt es viele, dazu habe ich letztes Mal schon was gesagt, diese Art von Boiler Room Videos machen, wo Leute dahinter dir stehen und du machst so dein Set. Digga, das sind 2 Songs. Du machst einen Übergang vielleicht auch nur in diesem Video. Du musst aber eine ganze Zeit überbrücken auf dem Event, je nachdem. Wenn du mit mehreren gebucht bist, okay, klar. Man kann auch mehrere buchen für 2, 3 Sets. Dann hast du wirklich nur ein, 2 Stunden Slot. Aber meistens wird man für die ganze Nacht gebucht dann, für so richtige Oldschool-Dinger. Und da musst du halt überzeugen. Schaffst du das? Das kannst du beweisen, indem du Mixtapes hochlädst. Nimm dir Mixcloud und so weiter, Soundcloud. Da kannst du alles hochladen. Und dann können die Leute das hören. Kannst die Links verteilen, verschicken. Hast du, also das wäre Punkt Nummer 3. Hast du eigene Übergänge? Hast du eigene Übergänge, die du machst? Nicht diese gängigen Dinger, die jeder macht. Klar, machen viele die gleichen, weil die auch gut sind und die Leute auch genau das so, wenn du etwas kennst, so, weißt du feierst das ab. Aber hast du auch eigene? Hast du irgendwelche eigenen geilen Übergänge, die nur du machst, so in deinem Stil, die vielleicht nicht so viele Leute kennen? Das ist sehr wichtig, weil damit bleibst du in den Köpfen der Menschen und der Veranstalter, die dich dann dadurch öfter buchen. Das wäre so Punkt Nummer 4. Punkt Nummer 5. Bist du real, also bist du real unterwegs? Bist du außerhalb dieser Bubble, Social Media Bubble? Bist du unterwegs? Sieht man dich in den Clubs? Redest du mit Menschen oder bist du nur vor der Kamera? So, ich sitze jetzt auch hier vor der Kamera und rede mit euch. So, mich sieht man aber so gut wie jedes Wochenende in irgendeinem Club. Weißt du, was ich meine? Du redest mit Leuten, du kommst in Kontakt mit Veranstaltern. Einfach dieses Zwischenmenschliche, wie das vorher alles war. Das ist immer noch da. Und die meisten, sind wir mal ehrlich, die meisten Clubinhaber, Diskothekenbesitzer, Veranstalter, das sind keine 20-jährigen Newcomer, die jetzt auf dicke Hose machen und Mega-Events veranstalten. Das sind alles alteingesessene Hunde, sag ich mal. Old Dogs. Und die legen sehr viel Wert darauf, auf alte Schule, dass du halt noch präsent bist. Dass du mit denen quatschst, denen mal die Hand schüttelst. Mal ein bisschen irgendwie dich einsetzt, zeigst, so was du drauf hast, anhand von Mixtapes oder sowas. Das wären so meine 5 Tipps, die ich für euch habe, wie ihr zu mehr Gigs und mehr Bookings kommt als DJs oder DJs.
mir wurde ja gesagt, letztes Mal DJs darf man nicht mehr sagen, also an die weiblichen DJs, wie auch immer. Das wären so meine Tipps für euch. So kommt ihr auf jeden Fall ein bisschen weiter voran. Ganz, ganz wichtig. Merkt euch das. Und wenn euch das gefallen hat hier alles, ich wäre sehr, sehr froh, wenn ihr das kurz kommentiert. Egal auf welcher Plattform ihr das gerade seht. Lasst ein Like da, lasst ein Herz da, lasst ein Sub da, was auch immer. Macht eine Glocke an, wo es möglich ist. Ihr unterstützt mich sehr, sehr damit. Ich will auch kein Geld oder sowas. Ich will einfach nur ein paar Likes da haben. Weil das, damit zeigt ihr mir, dass es euch auch wichtig ist, was ich euch sage. Und ihr euch dafür interessiert, wenn jemand euch Tipps gibt. Von der alten Schule. Peace.